Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stellaris, der Flucht nach vorn, wo wir als gebeutelte Menschheit auf einem sterbenden Planeten versuchen, eine neue Heimat zu finden, bevor die Erde explodiert. Wir haben hier die üblichen verdächtigen Systeme, Sirius, Alpha Centauri, Bernhards Stern oder Barnards Stern, haben wir jetzt schon durch und wir haben hier eine Wüstenwelt, 17. Wir haben hier in einem benachbarten Hyperlane-Arm haben wir eine Welt gefunden, die ist 22 groß, allerdings auch eine Wüstenwelt. Da haben wir 20% Habitabilität, das ist ein bisschen wenig. Unter 50% lohnt sich eigentlich nicht, 60% geht gerade so. Und richtig gut leben kann man auf der Welt erst so bei 80. Wie sieht's auf der Erde aus? Die Erde hat momentan, ist momentan auf 80 runter. Also die Welt, auf der man sich entwickelt hat, normalerweise 100% Bewohnbarkeit. Wir sind jetzt schon runter auf 80% wegen der ganzen Vulkanausbrüche. Das ist ungünstig, aber was soll's. Ja, wir haben hier ein Forschungsschiff, das ist gerade fertig mit Erforschen. Jetzt können wir entweder in diesen Arm gehen oder in diesen Arm und gucken, ob da vielleicht eine Welt ist. Ich glaube, ich gehe erstmal hier runter, weil das sieht ein bisschen aufgeräumter aus. So. Dann kann man ja da immer noch hingehen. So, es gibt sonst irgendwelche Sachen, um die wir uns kümmern müssen. Also wir sollten hier runter mit dem mit dem Konstruktionsschiff, um hier dieses System einzunehmen, damit wir hier eine Basis bauen können und vielleicht finden wir in den Ruinen irgendwas, was uns hilft, einen Planeten zu kolonisieren oder so. Schauen wir mal. Und los geht's. Wir haben bisher noch niemanden kennengelernt hier. Also, wer geht jetzt dahin? Okay. Construction online. So, dann das Prokion-System. New technology discovered. Und Gauss-Geschütze. Nehmen wir mal die Exoskelette, weil die führen uns zu Robotern und Roboter müssen wir bauen, wenn wir. Oh, was ist das? Das ist eine Ozeanwelt. Ozeanwelt ist großartig, weil Ozeanwelt bedeutet, die ist sehr nah an der Kontinentalwelt dran. Die können wir wahrscheinlich besiedeln. Das heißt, wir brauchen ruckzuck brauchen wir ein neues Konstruktionsschiff, um auch diesen Arm zu. Strategische Ressource, okay, was ist das? Tropische Welt, super! Die ist besser. Die tropische Welt ist besser. Die ist auch sehr nah dran an der kontinentalen. Aber die hier ist 3 größer als die. Aber das ist doch schon mal ein Anfang. Dann können wir auf diesen Welten erstmal evakuieren. Bis wir dann. Ja. Bis wir dann diese beiden großen hier terraformieren können. Das ist doch super. Was mich so ein bisschen anpisst, ist hier, dass wir so einen wissenschaftlichen Rat haben, so eine Räteregierung. Das Ganze aber Reichshauptstadt heißt hier. Die Erde nennt sich Reichshauptstadt. Aber das ist Empire Capital im Englischen und die haben das mit Reichshauptstadt übersetzt. Finde ich persönlich ein bisschen. Anomaly detected. Über diesen Mond treibt ein verlassenes Schiff ziellos umher aufgrund der gewaltigen Segel. Okay, können wir mal forschen. Können wir auch erforschen, geht schnell. So, mit einem Bewohner zusätzlich, das ist gut. Da wir jetzt demnächst bald. Oh, das ist sehr gut. Ja, die ist 60% ist okay. Construction online. Und, stopp. Irgendwann während der letzten 1000 Jahre ist ein großer mineralreicher Asteroid auf Kwananaga 5 eingeschlagen. Auf dem Planet finden sich in der Nähe des Einschlagkraters nun Mineralien in Hülle und Fülle. Das ist klasse. Aber wir wollen lesen. Oh,
Sonnensegler, okay. Im Orbit um Phaetos 2a haben wir ein verlassenes Sonnensegelschiff gefunden. Das Unterlichtschiff wurde von einer unbekannten Kultur gebaut und scheint mehrere Jahrtausende alt zu sein. Eines der gewaltigen Segel hat einen größeren Riss, wo es von einem Objekt durchschlagen wurde, höchstwahrscheinlich ein Meteoriten. Dieser Zusammenstoß scheint das Schiff unbrauchbar gemacht zu haben. Die Technologie ist zwar stark veraltet, aber hinsichtlich seiner Konstruktion wurden einige interessante Entscheidungen getroffen. Okay. Stopp. So. So, mal gucken, was wir hier haben. Es wurden entschlüsselte antike Datenkristalle in der Ausgrabungsstätte gefunden, die die militärischen Erfolge der Grunur dokumentieren. Die meisten davon richten sich auf lokale Erfolge und sind wenig von Interesse. Doch es gibt auch mehrere, die die erste Begegnung der Grunur mit einer außerirdischen Spezies, die als Baol-Organismus bezeichnet wird, beschreiben. Über die Baol ist noch etwas mehr zu erfahren. Zu diesem Zeitpunkt handelte es sich um eine weitläufige planetoide Spezies, die viele Kolonien zwischen den Sternen besiedelt hatte. Interessant, grabt weiter. So, wir brauchen ein Colony-Schiff mit Menschen drauf, natürlich. Okay, Erkundung nach bewohnbaren Welten. Wir wissen nun, dass es nicht nur auf der Erde eine prächtige, gedeihende Biosphäre gibt. Naja, sowohl die wissenschaftliche Gemeinde als auch die Gesellschaft im Allgemeinen sind begierig darauf, mehr über die verschiedenen Alien-Lebensformen zu erfahren, die wir in der ganzen Galaxie gefunden haben. Unsere Katalogisierungsbemühungen der Lebensformen wurden zwar bereits auf den Weg gebracht, aber unsere Xenobiologen haben uns dazu gedrängt, unsere planetaren Erkundungsbemühungen auf bewohnbare und bewohnte Welten zu konzentrieren. Eine lohnenswerte Initiative. Situation Log updated. Weil die werden wir ja brauchen dann, nicht? So. Achso, der baut hier schon eine Sternbasis. Anomaly detected. Unsere Sensoren haben dicht Trümmerfeld, Ding entdeckt. Warum nicht? So, Bergbaustation. Oh, da ist auch eine Welt. Savanne. Okay, ist aber auch schön groß. So, wir brauchen unser. Ah. Unser Kolonieschiff ist aber noch nicht fertig. Okay. Jetzt mal hier. Nochmal ein paar. Oh! Eine genauere Untersuchung des Trümmerfelds rund um Phaetos 1a hat zur Entdeckung einer luftdichten Kapsel geführt, die eine Atomuhr enthält, die Zeit mit einer beispiellosen Präzision misst. Sie hat eine Messunsicherheit, die so niedrig ist, dass weitere 800 und so weiter Millionen Jahre dauern würde, bevor sie eine einzige Sekunde erreicht. Außerdem scheint sie auf dem Datum von 42 Jahren und 3 Tagen hinunterzuzählen. Die Kapsel enthält keinen Hinweis darauf, was dieses Datum bedeutet oder wer es hinterlassen hat. Es scheint aber, als ob jemand da draußen die Zeit vergessen hat. Behaltet es im Auge. Oh, da ist das Kolonieschiff. Okay. Construction online. Ja. Geringe Bewohnbarkeit. Da müssen wir jetzt Bedingungen auf der Erde. Ja. Okay, das ist nicht Quanaga Prime, sondern das ist New Earth. Oder Earth 2? Oder Terra Nova. So. Oh. Niedrige Stabilität. Dann bauen wir doch mal ein Holotheater. Und so ein Monument. Okay. Construction online. Anomaly detected. Okay. Was sein lassen, okay. Mit denen müssen wir hier längs, damit wir auch an diese Welt kommen hier. Oh, scheiße. Oh.
Mist. New technology discovered. Mhm. Roboter. System charted. Anomaly detected. So, wo bist du? System charted. Okay. Establishing colony. Okay. So, jetzt lass mich mal in Ruhe erstmal ein paar Aufträge geben, bevor das hier. So, also. Der kannst ruhig nochmal hier erkunden. So. Du bist hier oben, okay. Kannst du mal das Spezialprojekt untersuchen und dann hier weiter. So. Mhm. Hydrokultur ist vielleicht nützlich. Construction online. Ja. Ah, eine archäologische Stätte innerhalb unseres Reiches wurde vollständig ausgegraben. Sehr gut. So, was haben wir denn da? Einige Datenkristallaufzeichnungen zeigen, dass die Grunur Krieg gegen die Baol führten, weil sie die reichen Ressourcenvorkommen begehrten, die angeblich auf ihren Planeten gefunden werden konnten. Einige Systemkoordinaten konnten erfolgreich aus einem solchen Datensatz extrahiert werden. Unsere Archäologen laden genau in diesem Moment den Standort des Planeten in unsere Systeme hoch. Vielleicht erweist sich eine genauere Untersuchung von Alpha Centauri 2 als fruchtbar, fruchtvoll. Situation log updated. Okay. Mal gucken, was wir hier im Situationsprotokoll haben. Alienwandmalerei haben wir noch. Okay. So, also du baust das und dann sollst du hier Sternbasis bauen. Dann haben wir hier Gamma Draconis, auch eine 16er immerhin. Das ist auch nicht schlecht. Und der hier kann mal das hier ausgraben. Ja, und du kannst mal hier noch eine Forschungsstation bauen erstmal. So. Concluded. Also nächstes Jahr. Spezialprojekt abgeschlossen. Wissenschaftsoffizier Mercedes Ruiz konnte die auf Soanos gefundene Alienwandmalerei zumindest in Teilen übersetzen. Es handelt sich um eine Gedenktafel für eine ausgestorbene Alienrasse, die in dieser Region die Galaxie 1, ein kleines interstellares Reich, unterhielt. Anscheinend wurden sie von den Schaffern der Gedenktafel ausgelöscht, eine Tatsache, die diese selbst zu bedauern scheinen. Angesichts der Tatsache, dass die Gedenktafel älter als 300 Millionen Jahre ist, sind ihre Schalter mittlerweile wahrscheinlich ebenfalls ausgestorben. Das vielleicht Interessanteste an dieser Geschichte ist das Material, aus dem die Gedenktafel gefertigt wurde, denn trotz ihres Alters ist sie in bemerkenswert gutem Zustand. Toll. Okay. Construction online. Sehr gut. Und wir können Wachstumsgeschwindigkeit erhöhen. Sehr gut. Bob. Construction online. Ja, hier ist irgendwie New technology discovered. Auch nichts. Construction online. System surveyed.
Enigmatische Weltraumfahrer. Neuigkeiten über fremde Schiffe haben die Erde erreicht und so auf vielerlei Art das erste Kapitel einer Geschichte für Überlebenskomitee der Terraner aufgeschlagen, in deren weiterem Verlauf ein stellares Reich stehen könnte. Verblüffend. Wir haben im Yat-Bem-System Erstkontakt mit einer mysteriösen fremden Spezies hergestellt. Vorerst haben wir ihr den Codenamen Alpha Aliens gegeben, bis wir mehr über sie herausfinden konnten. Falls sie eine Sprache besitzen, müssen wir diese erst entschlüsseln, um mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Interessant. Okay, unsere Archäologen, die darauf auf Yamek Singularity arbeiten, haben einen höchst instabilen Abschnitt der Ruinen erreicht. Die Böden und Decken müssen sorgfältig abgestützt werden, bevor wir fortfahren können. Es wird schwierig und mühselig sein, aber die Suche nach einer alternativen Route würde das Projekt verzögern. Die Energie haben wir übrig. Okay. So, das sind unsere unbekannten Alpha-Aliens. Da können wir jetzt einen Francisco Saldana hinsetzen, unseren Botschafter, und der soll bitte sich darum kümmern. Gut, mit denen Kontakt aufzunehmen. Okay, Konstruktionsschiff ist hier. Super. Hierhin bewegen. Okay. Ja, dann kann der mal alleine automatisch jetzt. So, aber wir können vielleicht mal jetzt, wo wir schon ein paar neue Freunde haben, können wir vielleicht ein paar Schiffe bauen. Wer weiß, ob die uns freundlich gesinnt sind oder nicht. Anomaly detected. We have conquered another world. Yes! Hinzufügen ist meine sichere Zuflucht für 16 Minuten. Zufriedenheit plus 30%. Als die ersten Kolonisten auf der Oberfläche von Terra Nova ankommen, werden viele von einem Gefühl der Euphorie überwältigt. Andere Welten als Erde, die das Leben von Mensch unterstützen können, waren schon immer eine theoretische Möglichkeit. Aber was, wenn sie äußerst selten waren? Was, wenn in unserer Galaxie keine gefunden werden konnte oder wenn sie bereits von anderen Außerirdischen beansprucht wurden? Diese Ängste können jetzt beiseite gelegt werden. Terra Nova ist ein Planet, auf dem Menschen gedeihen können. Die glücklichen Erstkolonisten sind der Anfang, aber unzählige Menschen sind noch immer auf unserem dem Untergang geweihten Heimatwelt gefangen. Sie müssen gerettet werden. Okay. Das erste, was wir bauen, können wir noch nicht bauen, weil wir haben noch keinen. Okay. Meine Güte, so viel auf einmal wieder. Die Crew der Air-Voyager konnte das Signal isolieren, das im Yat-Bem-System ein ungewöhnliches Interferenzmuster eingebettet ist. Das Signal ist ein Musikstück, um genau zu sein, eine komplexe Sonate einer fortgeschrittenen mathematischen Gleichung und eine, die Véronique Pellissier scheinbar nicht mehr aus dem Kopf geht. Wer oder was diesen Song komponiert hat, ist unbekannt. Seine Komplexität zeigt allerdings einen unglaublichen Grad an technologischer Raffinesse in Bezug auf Subraum-Obertöne. Die Geodaten des Signals deuten auf einen Ausgangspunkt von außerhalb unserer Galaxie hin. Kurios. Kurios. Okay, also was brauchen wir hier? Wir brauchen erstmal meine Güte, in der Umlaufbahn dieses Mondes finden sich große Mengen von Schiffstrümmern, möglicherweise die Überreste einer gewaltigen Weltraumschlacht. Okay, erforschen wir mal. Gut, wir brauchen ein Ziel-District. Bauen. Brauchen einen davon und das muss dann erstmal reichen. Das Abtragen der Trümmer ist eine mürbevolle und riskante Aufgabe. Mühevolle, nicht mürbevolle. Die Arbeiter und Ausrüstung müssen hunderte Meter bis zur Ausgrabungsstätte heruntergelassen und Schutt heraufgebracht werden. Es gibt zahlreiche Opfer und Unfälle während der Arbeiten unter diesen schwierigen Bedingungen, aber es werden Fortschritte gemacht und wir wagen uns jeden Tag tiefer in den Schacht hinein. Die Wände des Kraters sind durch die Zeit abgenutzt und gerissen, aber sie stürzen zielsicher in den Kern des Planeten. Wir können noch immer nur spekulieren, wie tief er reicht, da etwas in der Tiefe alle unsere Sensorwerte beeinflusst. Okay.
Ja. Okay. Kannst du jetzt hier... Ja, Sternbasis bauen, sehr gut. Dann können wir vielleicht auch schon... Fehlen 69 Alloys. System charted. Wir haben Signale unbekannter Art aufgefahren. Diese scheinen sich wiederholende Syntax, die auf intelligentes Leben hindeuten könnte. Wir sollten dem weiter nachgehen. Sie konzentrieren sich offenbar um eine einzelne Raumstation herum, bei der allerdings unklar ist, ob diese Teil einer größeren Raumfahrt-Zivilisation ist. Okay. Es gibt klare Hinweise, dass sich irgendwann in den letzten 5000 Jahren im engen Orbit von Distul 1a eine gewaltige Weltraumschlacht zugetragen hat. Der Mond ist übersät mit Einschusskratern. Scans der RF Asimov haben auf dem Boden mehrere Schiffsrümpfe entdeckt. Obwohl diese Schiffswracks alle in äußerst schlecht... alle in äußerst schlechtem Zustand sind, ist alleine die Tatsache, dass es trotz der Schäden, die sie erlitten haben müssen, immer noch Überreste gibt, ein Beleg für ihr fortschrittliches Design. Wissenschaftsoffizier Mercedes Ruiz bereitet eine Expedition vor, um diese verfallenen Schiffsrümpfe nach wertvollen Technologien zu untersuchen. Situation Log updated. Aha. Erst, wir haben im Shuttle-System Erstkontakt mit einer mysteriösen fremden Spezies hergestellt. Vorerst haben wir ihr den Codenamen Beta-Aliens gegeben. Bis wir mehr über sie herausfinden konnten, falls sie eine Sprache besitzen, müssen wir diese erst entschlüsseln, um ihren Kontakt aufnehmen zu können. Interessant. Beta-Aliens. Gucken wir doch mal. Aha. Gut, da schicken wir den... Beziehungsweise da schicken wir die zweite... Botschafterin hin hier. Und das ist nicht Terra Nova, das ist, sagen wir mal, Thalassa, weil das ist eine Wasserwelt. Okay. Cool. So. Gucken wir erstmal, dass wir hier die Jobs fertig hinbauen und dann werden wir nach und nach die Jobs ausbauen und Leute dahin ziehen. Weil wenn wir jetzt schon alle dahin ziehen, dann sind die alle arbeitslos und die können lieber auf der Erde nochmal hier Ressourcen fördern. Das ist besser erstmal. System charted. So, du... kannst hier nichts bauen, naja. Anomaly detected. Lebenszeichen in der Atmosphäre, okay, erforschen. In der oberen Atmosphäre des Gasriesen S-Myke 2 haben wir ein üppiges Ökosystem entdeckt. Dort folgen gewaltige schwebende Kreaturen, deren Körper mit Treibgasen gefüllt sind, den Windströmungen. Sie nähern sich an der Energie, die durch die häufigen Gewitter auf Gasriesen freigesetzt wird. Diese Wesen wiederum unterstützen ganze Kolonien kleinerer Lebewesen, die Jagd auf atmosphärisches Plankton machen und aufeinander. Faszinierend. Achso, da sind die Alpha und da sind die Beta-Aliens. Also sollte ich hier vielleicht doch gucken, dass ich wenigstens das System hier noch claime. Beta-Aliens. Die Untersuchung des unidentifizierten Raumschiffs, das im Shuttle-System entdeckt wurde, geht weiter, doch es wurden noch nicht genügend Daten gesammelt, um eine fundierte Hypothese über die genaue Herkunft des Schiffs aufzustellen. Da wir es wahrscheinlich mit einem Abgesandten einer bisher unbekannten fremden Zivilisation zu tun haben, sollten Anstrengungen unternommen werden, ihre Kommunikation abzufangen und eine umfassende Analyse ihrer Sprache zu beginnen. Weitermachen.
Sehr gut. Unsere Linguisten haben in letzter Zeit bedeutende Fortschritte bei der Entschlüsselung der Sprache gemacht, die in den Signalen von der von uns Alpha-Aliens genannten Fremden verwendet wird. Sie sind der Auffassung, dass sie sich nun mit den Grundlagen dieser Sprache auskennen und sie versprechen, dass sie schon bald über weitere Ergebnisse berichten können. Weitermachen. Sehr gut. Sehr gut. Und wir brauchen... machen wir mal Reichsausbreitung. Construction online. New technology discovered. Construction online. Roboter, sehr gut. Sehr gut. Nachdem wir ihre Sprache erfolgreich übersetzen konnten, haben wir Kontakt der unabhängigen Raumstation herstellen können, die Artisan Troop gehört. Diplomatic Connection ist. Oh, es sind Klapperstorch. Okay, es sind Vögel. Ein Besucher, das ist wirklich ein freudiger Anlass. Oh, entschuldige meine Manieren. Ich glaube, wir sollten uns einander vorstellen. Wir sind die Künstlertruppe. Unsere Mitglieder haben ihr Leben der Kunst, der Musik, der Kultur und anderen Dingen gewidmet, die die Existenz als fühlendes Lebewesen erträglich machen. Wenn ihr am Wunder unserer Schöpfung teilhaben wollt, dann zögert nicht, uns zu kontaktieren. Okay. Okay. Fraktionen. Okay, okay. So, da ist also die Künstlertruppe hier. So. Agrarsubvention. Weil wir demnächst viel mehr Nahrung brauchen, als wir auf dem Heimatplaneten herstellen können, befürchte ich. So, landwirtschaftlicher Distrikt. Und dann bauen wir hier Robotermontage-Dingsbums. Und... oh! Feindliche Alienschiffe. Oh wow. Oh ja, da kannst du mal vielleicht besser abhauen. Okay. Construction online. Die Ausgrabung hat eine Verzögerungen erfahren, da die Luft in der Ausgrabungsstätte mit zunehmender Tiefe immer giftiger wird. Teile des Schachts werden gefährlicher Strahlung ausgesetzt, wahrscheinlich durch das katastrophale Ereignis, das den Krater ursprünglich gebildet hat. Der Bedarf an Schutzmaßnahmen und Dekontaminationsvorrichtung verlangsamt den Arbeitsabschnitt. Okay, Arbeitsfortschritt, nicht Abschnitt. Beta-Aliens. Unsere Versuche, mehr über die fremde Spezies mit der Bezeichnung Beta-Aliens in Erfahrung zu bringen, waren bisher vergeblich. Auch wenn wir relativ rasch feststellen konnten, dass sie eindeutig Teil einer technologisch fortgeschrittenen Zivilisation ist, hat es sich als äußerst schwierig erwiesen, weitere Fakten in Erfahrung zu bringen, da sie offenbar erhebliche Anstrengungen unternimmt, uns und andere daran zu hindern, Signale von ihr abzufangen. Bisher ist es uns daher nur gelungen, kleine Bruchstücke von dem zu erhaschen, was wir als ihre Sprache vermuten. Unsere Linguisten sind jedoch zuversichtlich, ihre Kommunikation aus gewonnenen Erkenntnissen entziffern zu können, wenn wir nur eine größere Stichprobe erhalten. Es wurde ein Vorschlag für eine etwas aggressivere Informationsbeschaffung ausgearbeitet. Manche würden es vermutlich als Hacking bezeichnen und sie werden es mit Sicherheit nicht gut aufnehmen, wenn es ihnen auffällt. Die tun gut daran, vorsichtig zu sein. Okay. Oh, wow. Okay, interessant. Bauen wir hier mal noch. Es ist auch noch genug Jobs. Hier haben wir zwei.
können wir hier... Was für Jobs haben wir denn hier noch übrig, sagen wir mal. Ein Büroangestellter und ein Landwirt. Okay, ein Büroangestellter, Landwirt, Büroangestellter. So. Okay. Müssen wir ja hier leider auch noch ein bisschen was bauen. Okay. Establishing colony. Sehr gut. Anomaly detected. Mhm. New technology discovered. Okay. Forschungsgeschwindigkeit generell erhöhen ist immer eine gute Sache. So, einen verfügbaren Job. Dann können wir hier noch so einbauen. Fertig. Okay, also wir müssen uns ein bisschen um die Wirtschaft kümmern. Aber das war schon wieder für heute. Wir sind ein bisschen weitergekommen. Wir haben immerhin uns auf zwei Welten ausbreiten können, die uns nicht um die Ohren fliegen. Die sind beide etwas suboptimal vom Klima her, aber wir werden uns daran gewöhnen, denke ich mal. Zumal es auf der Erde auch nicht mehr wirklich besser ist. Na, das ist alles ungefähr, wie die Leute es gewohnt sind mittlerweile. Ja, und dann schauen wir mal, was mit diesen Beta-Aliens los ist. Die Alpha-Aliens sind ja zum Glück relativ stationär hier. Die sitzen auf dieser Raumstation und machen ihre Kunst und das war's auch. Also vielleicht sollten wir uns dahin ausbreiten, bevor diese Aliens, wer auch immer das ist, das machen, weil die könnten eventuell, die sind isolationistisch, also die könnten eventuell denen feindlich gegenüber gesonnen sein und dann versuchen, die Station kaputt zu machen. Das wäre schade, weil wir können da nicht mehr mit der handeln, aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen und schreibt einen Kommentar oder liked das Video und macht, was ihr wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Stellaris, Flucht nach vorn. Okay, auf Wiedersehen!